Hey Leute, was geht? Willkommen zu Dying Light 2. Ja, ich habe mir mal ein interessantes Spiel hier ausgesucht für mich alleine. Es hat sich sehr geil lesen lassen, geht wohl um Zombie-Apokalypse und so ein Kram. Ich freue mich mega, ja. Und die Begrüßung, beziehungsweise das Intro fällt heute natürlich dann ein bisschen anders aus, weil es ein Einzelprojekt ist. Wenn ich was mit den Buddies und so aufnehme, der Crew, dann nehme ich einfach so nebenbei gerne einfach drauf los auf. Und interagiere es nicht so arg viel mit euch. Ja, das ist so mein Stil, so mag ich es einfach. So viel ist einfach mehr, ja. Ja, und damit herzlich willkommen. Wie gesagt, let's go. Ich bin gespannt, wie das Spiel so ist. Und ja, ich muss natürlich auch die Gelegenheit, bevor wir loslegen, auch nochmal Danke zu sagen. Für, keine Ahnung, den Support, den mir weiterhin gibt. Meine Zeit auf Twitch ist ja vorbei, zumindest was Streamtechnik angeht. Und viele Leute, die bei mir in den Streams immer vorbeigeschaut haben, haben mir weiterhin die Treue gehalten, sprich auf Discord oder mich weiterhin begrüßt, mir geschrieben oder jetzt hier auf YouTube ein Abo dagelassen, schauen sich meine Videos an. Und dafür bin ich halt unheimlich dankbar, das ist einfach eine coole Sache. Aber wenn ich mehr streamen werde, definitiv, weil es einfach, es ist einfach nicht meins, habe ich dann irgendwann ein bisschen einsehen. Und was sollte nicht irgendwas machen, nur weil, keine Ahnung. Am meinen, man müsste das machen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich hatte immer viel Spaß bei YouTube, Videos zu schneiden, da Sachen einzufügen, wie ihr gesehen habt. Ich bin da manchmal so ein bisschen wie so ein Kasper-Clown. Aber mir macht das einfach Spaß. Und ich freue mich, dass halt noch so viele da einfach dabei sind, die das auch so sehen und mich weiter unterstützen. Und ja, Cam jetzt auch keine mehr geben, wie ihr seht. Damit fühle ich mich einfach wohl. Ich hatte es damals in Twitch nur angefangen, weil ich fand, das wirkt einfach ansprechender für die Streams. Wollte nicht ohne Cam. Mit Cam habe ich mich aber ehrlich gesagt nie so richtig wohl gefühlt. Da konnte ich nie so in Ruhe popeln und keine Ahnung. Sachen halt machen, die man besser an der Kamera nicht macht. Ihr wisst ja schon, wie das ist, ne? Und, aber ich will auch kein VTuber sein. Das ist auch nicht so meins. Und deswegen denke ich, ohne Cam ein paar Aufnahmen. So mag ich es einfach. So werden die Videos immer in Zukunft ablaufen. Wem es gefällt, bin ich froh, dass ich noch mehr Leute amüsieren kann, also außer nur Leute, die ich persönlich kenne. Wenn es nicht gefällt, die YouTube oder auch Twitch-Welt ist mega groß. Da findet man bestimmt irgendwas, was seinem oder ihrem Geschmack zutrifft. So, jetzt genug gelabert, Alter. Ich will wissen, wie das Spiel ist. Let's go. Einfach normal, Kampf, Ressourcen, Legendenpunkte. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal auf normal, das ist immer solide, ne? Ich bin gespannt, das Spiel soll Story haben, es soll eine Kampagne sein. Zu Überlebensmodus und so. Mal schauen einfach, was es verspricht. Rein da, ich freue mich mega. Aber zeig doch den Untergang. Ach du Scheiße. Spaß gemacht. Früher warst du noch jünger. Und dümmer. Immerhin bist du noch genauso schnell. Denn ein langsamer Pilger ein ist ein toter Pilger. Ja, ich weiß. Komm hoch, ich will dir was zeigen. Ein
neue Story ist der Weg des Pilgers. Also geht's los? Scheint loszugehen. Okay. Es hat kurz eben geruckelt, aber ich hoffe, das passt jetzt alles so. Ja, ist, ich guck mal noch mal kurz nach. Ich will ja hier natürlich das optimale Erlebnis für euch haben. Ja, klar, ich habe da nichts verändert, also passt immer. Rennen. Springen, ja, alles solide. Boxen. Verteidigen und Ausdauer. Ah, das ist soweit eigentlich logisch, ne? Oh, treten geht auch. Da freue ich mich schon, dem ersten Zombie den Arsch zu treten. So. Aber die Zombies sind irgendwie krasser drauf als die Walking Dead. Die sind ein bisschen flotter. Da gehen wir wieder nicht weiter. Okay, cool. Hat mal einen interessanten, actiongeladenen Start. Ich hatte ehrlich gesagt beim Durchlesen ein bisschen gehofft, dass wir... Ich komme ja, Spike. Dass wir so ein bisschen, da wie die Zombie-Eklipse anfängt, auch drin sind, ne? Das finde ich immer recht cool. Oh, nice, okay, Vorsprung greifen und dann... Huch. Kann man eigentlich auch nicht rennen oder so? Bestimmt irgendwie. Ah, der macht das aber gut. Muss man ihm lassen, ne? Du bist immer noch ganz schön stark. Schön. Ich hab trainiert. Bitte hilf mir rauf. Okay, also irgendwie... Ich glaube, man muss erst da hoch und dann rüber, ne? Ja, das scheint richtig zu sein. Okay, das war falsch. Okay, mit... Alter, was? Wir haben jetzt schon... einen großen Spalt Leben verloren. Was war das? Dann sollen wir den nächsten Sprung besser hinkriegen. Aber das Erlebnis sitzt, ey. Aktuell der erste Eindruck ist solide. Okay. Sehr gut. Danke. Schön, dich zu sehen, Spike. Wie lange ist das her? Viel zu lang. Aber werd jetzt nicht sentimental. Wo gehen wir hin? Wirst schon sehen. Es ist unglaublich. Was ist unglaublich? Die meisten Pilger schaffen keine 2-3 Jahre auf der Straße. Du bist jetzt schon 4 Jahre da draußen. Und noch immer am Leben. Wir sind doch krass. Klar, aber ich bin ja auch der Hammer. Na klar, stimmt. Echt jetzt. Ich wünschte, ich hätte deine Energie. Hast du eine neue Spur zu Jane? Na, nach New Paris blieb sie verschwunden. Wo bist du lang? Durch Baines oder Gary? Na, Baines, was ein Misthaufen. Gerade mal 5 wackelige Hütten und ein verrotteter Zaun sind noch da. Schau mal, Aiden. Ein Bienenstock voller Honig. So eine Gelegenheit lässt man nicht aus, oder? Auf keinen Fall. Sieh dich um. Wenn wir Glück haben, wächst dir auch Camille. Ich höre die ganze Zeit Geräusche, Alter. Aber ich sehe in dem Spiel nicht so viele Schockmomente. Q für Überlebenssinn? Lol, okay. Die Zukunftsmenschen dann so eine Art Macht oder so. So, was muss ich machen? Okay, die Bienen interessiert es also kein bisschen. Camille soll ich mir auch schnappen. Wir holen uns auch ein bisschen mehr Honig, ne, wenn wir schon mal hier sind. Vorratschaden jetzt. So, Camille, das ist wieder Honig, oder? Du weißt doch, wie Camille aussieht, oder? Ja, hier ist Camille, oder? Das ist Camille. Ja, passt. Ich hole mir nur Vorräte. So, ist denn hier jetzt noch was? Oben natürlich. Das müsste reichen. Sehr gut. Das reicht schon nicht. Nimm mir alles. Alles mitnehmen. Meins. So, nice. Okay, Ressourcen sammeln auf jeden Fall. Muss man auch schon mal. Die alte Kräuterfrau, die wir in ihr Dorf zurückgebracht haben? Oh ja, die mit diesem Sprichwort, Kamille und Honig immer schön aufheben. Zusammengemischt bleibst du damit am Leben. Ja dann. Ah! Kamille und Honig brauchen wir also für Medizin. Und I für das Fertigungsmenü.
Ach du Scheiße, das Spiel ist echt vielseitig, das sehe ich jetzt schon. Dietriche brauchen wir und Arznei, so wie meine das. Weiter. So, dann muss ich auf die Eingabetaste drücken, jetzt geht's oder was? Fertigungsteile einmal. Ah, okay, so geht das also. Errungenschaft freigeschaltet, das erste Mal vergisst man nie, das ist richtig. Okay, gut, was haben wir jetzt hier? Das ist das Inventar, okay. Haben wir noch den Rucksack? Okay. Ein Tagebuch haben wir auch noch, ah, das sind dann die Storys. Bestgewohnte aktivieren, Herausforderung. Uiuiui, okay. Gut. Komm, aber die Hauptquest weiter. Los, Bike, let's go. Ich hoffe auch von der Qualität her stimmt alles. Also besser geht's mit dem Mikro und so nicht mehr einfach. Ich habe jetzt andere Räumlichkeiten, wir sind ja umgezogen etc. Und da bin ich in einem viel größeren Raum als vorher. Das ist es. Komm schon. Und besser geht das Mikro einfach nicht eingestellt. Das Problem ist, dass es halt viel im Background aufnimmt und ich das einfach nicht ausstellen kann. Wenn ich das ausstelle, dann ist es, rauscht es irgendwie komischerweise extremst. Und hab schon viele Stunden damit verbracht. Da hatte mal jemand eine nette Hütte. Das waren noch Zeiten, ne? Hab schon viele Stunden damit verbracht, das einzustellen, auch mit Hilfe von ich versuch's hier. Geh du zur ein paar Ehrenmenschen, die mir dabei helfen und davon Ahnung haben. Und besser geht's nicht, aber ich finde. Bis auf hier da ein bisschen zu viel Hintergrundgeräusch geht's eigentlich noch. Also ich bin zufrieden. Und das ist die Hauptsache. Hier kommen wir nicht rein. Also such endlich einen anderen Weg. Ach so. Ja, dann such mal einen anderen Weg, ne? Let's go. Immer locker bleiben. Also wir sollen ins erste Haus dann gleich gehen. C ist dann Hocke, okay. Drücken Sie C, um in die Hocke zu gehen. Hallo. Einmal nur drücken, okay. Und aufstehen. Okay, ich hab's dann. Jetzt machen wir hier auf. Ne, wir machen hier nicht auf. Hallo? Hier ist noch ein anderer Weg. Spike, kommst du bitte mit? Oh mein Gott, ich ahne schon wieder Böses. Ich hasse sowas. Warum denn Überlebenssinn? Oh! Ah, sehr gut. Das kann man bestimmt immer gebrauchen. Hier sind echt viele Punkte. Verdammt. Hier ist nichts. Tja. Stofffetzen? Kann man immer gebrauchen. Was ist das? Okay, das klang so als. Also keine Ahnung, wie die Stimmung auch so, ob ich den Ton gut eingestellt habe, dass hier die Stimmung auch, so miterlebt hier. Und die Geräusche, die Background-Geräusche. Die kann man echt mal sauber machen, ne? Der wirkt so klein. Hockt der noch? Nee, der hockt nicht. Ist er aber so winzig, oder was? Also wenn ich über die Theke schaue, dann, ist da ein bisschen mehr Abstand. Also mein Kopf ist ein bisschen höher drüber, so. Da vorne ist Spike, ach so, was ist das? Versuchen. Party. Aber bis dahin hatte der GRE doch längst die Kontrolle über das Virus verloren. Das ist eigentlich the end of the world, ja. Da müssen direkt die Weltbürgerspartys gefeiert werden. Okay, also obwohl die Welt untergehen war, war es doch noch halbwegs hier zivilisiert, weil man sogar noch Zeitung schreiben kann und Partys veranstalten. Gehen wir erstmal hier rein. Oh Gott, bitte nicht. Ah, ja, ja, ich hasse das. Kein Schockmoment bitte. Scheiße! Alles in Ordnung? Ja, nur Ratten. Ah, sind wir auch mal da. Warum?
Ich mache mir langsam Sorgen um dich. Und du kennst unser Motto. Sorgst du dich um jemanden, wird es Zeit zu gehen. Ja, super, verpiss dich einfach. Na gut, das geht halt ums Überleben, ne? Ich meine, schon irgendwie verständlich, ne? Weil mehr oder weniger, wenn du dich für jemanden einsetzt und jemanden beschützen willst, dann ist ja der oder diejenige eine Last da. Das ist schon krass ausgedrückt, aber es ist richtig. Ja, ich bin ziemlich überlebt. Warum ist da eigentlich so lila der Punkt? Habe ich da noch was übersehen? Das sollte damals wohl Kunst sein. Ja, das waren andere Zeiten, ey. Das waren andere Zeiten. So, was haben wir hier? Oh! Ich frage mich, wie der Wein damals geschmeckt hat. Ja, dann nimm einen Schluck. Ja. Oder wahrscheinlich leer, keine Ahnung. Schade. Gitarre spielen mögen wir nicht. Who do you voodoo? Klingt vertraut. Tja, gut, ne? Mach doch mal irgendwas hier. Party-Time, hier ist Wein, hier ist so eine geile Disco-Anlage da. Gitarre. Ey, was willst du mehr, ey? Zahl doch nicht so ein verklemmter Zukunftsmensch. Teile? Gut, wir haben Teile. Das ist schön. Wir haben noch mehr Teile. Wird wohl für irgendwas gut sein. Nada. Null. Okay. Was ist das? Was ist das? Kann ich damit... Versteck? Versteck? Okay. Das heißt... Was genau? Muss ich mich da etwa verstecken? Spike! Die anscheinend sind es Orte, wo die dann einen sehen. Das heißt, wir müssen da kämpfen auch. Leider aus dem Weg gehen, ne? Spike, ich dreh dir den Arsch! Schade, geht nicht, okay. Ja, dann sammeln wir ja alles ein. Je mehr verbrennt, desto besser, ne? So, ist hier jetzt noch irgendwas? Oh, ich fast was übersehen. Ach, mehr Harz. Ja, der gute Harz. Hinten ist auch noch was? Zigaretten. Ah, wer braucht die denn nicht? Ja, du wolltest noch gehen. So. Ich glaube, viel mehr ist ja... Ist hier, glaube ich, nicht, oder? Dann können wir gehen. Öffnen Sie die Tür ein. Die sind tot. Alles tot. Das zerreißt mir das Herz. Das Ende der Welt feiert man am besten mit einem rauschenden Fest. Na, die wollten selbst bestimmen, wie sie sterben. Hoffen wir, dass wir auch so viel Glück haben. Aiden, ich sehe oben nach. Schau du dir mal den Garten an, okay? Okay. Wollte da jetzt schon längst gehen? Naja, egal. Ja, krass, okay, ja, die wollen selbst bestimmen, wie sie sterben. Verständlich irgendwo, ne? Was macht man Besseres, als zu saufen, wenn die Welt untergeht? So. Okay, die haben ja echt eine fette Party geschmissen. Krass, Alter. Okay. Alter, ist... Die haben echt fett... Die haben echt fett hier noch gefeiert. Was haben wir hier?
Sie hatte Klasse. Sie hatte Klasse? Okay. War das die Klasse? Und das sind sogar noch Bilder. Immerhin hatten sie einander. Das ist richtig, reizendes Pärchen. So. Was ist denn hier noch? Da vorne ist noch was? Auch so ein Gefühl, dass man im Spiel so leicht was übersehen kann, ne? Meine liebste Mary. Verzeih mir, dass ich dich verlassen musste. Es heißt, wenn das Virus dich verwandelt, dann bist du für immer verloren. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß, dich gibt es noch da drin, unter all dem Schmerz und der Krankheit. Ich komme zu dir. Kein Weglaufen mehr. Gott. Hey, komm her. Schau dir das an. Kommen wir zu Spike, ne? Ah, okay, Briefe sammeln wir wohl dann auch. Ja, ist schon heftig, ja. So. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das so ist, so. Wenn du weißt eigentlich, dann sieh ich das Ende schön bevor. Wie du damit umgehst. Keine Ahnung. Das ist schon heftig. So, ich würde es auch, bevor wir das Spike-Klasse gehen, hier einen kleinen Cut machen. Denn ich will hoffen, dass die Aufnahme gut geworden ist. Und zum anderen will ich auch die Videos, wenn es geht, nicht so abklang machen. Ich finde das irgendwie immer besser, wenn sie nicht so ewig lang sind. Immer was besser, als anzugucken. Ich bedanke mich für alle, die dabei waren, zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr habt Bock auf mehr. Ich bin gespannt, was das Spiel noch verspricht. Die erste Folge war jetzt klar. Viel Gelaber, viel Erkunden noch etc. Aber ich meine, wir gucken gerade das Spiel an. Ich gehe stark davon aus, das wird schon noch Fahrt aufnehmen hier. So richtig. Versteht ihr? Ja, gut. In diesem Sinne, oh, fuck. Coolen Tag. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Bye bye.